29.031 Fans, das ist der beeindruckende Schnitt in Dresden-Bielefeld. Auf Platz 2 dieser Tabelle steht bei 18.000. Love Dynamo, Hate Racism. Mit der Botschaft lief das Team um Paul Will heute auf. 7. Minute, Freistoß Dresden-Borkowski auf Scheffler, der Pfosten. Zwei neue sofort im Fokus. Scheffler kam für den verletzten Kutschke. Johannes Schenk im Preußentor. Schulze Nieuhus erkrankt. Ulf Kirsten, der Schwatte, heute im K-Block. 9.100 Fans stehen dort, die leidenschaftlichsten. Dresdens Ziel, 10. Heimsieg in Folge. Das die 10. Minute. Mrowka auf Wegkamp und dann geht da Batmaz. Batmaz, bester Torschütze der Preußen. 7 Tore schon. Aber hier wird er gerade noch gestört durch Lewald. Der Dynamo-Verteidiger mit unglaublicher Rettungsaktion grätscht Batmaz die Chance vom Fuß. Es gibt nicht mal Ecke. Eine Minute später Dynamo mit Will auf Kammerknecht, der Doppeltorschütze von Ulm. Flanken kann der auch. Scherder mit dem Kopf dazwischen. Zimmer schied und Scheffler 1:0 Dresden. Schefflers erstes Spiel von Beginn an in dieser Saison. Sofort trifft er. Zimmerschied, rutscht der Ball ab. Terhorst fälscht ihn ab. Scheffler so in exzellenter Position. Keine Chance für den 20-jährigen Schenk bei seinem Drittligadebüt. Ulf Kirsten in der Bildmitte wehrt mit der linken die Sonne ab. Und dann gibt es auch bei ihm kein Halten mehr. Beide Hände gehen nach oben. 27. Minute. Böckle verliert den Ball an Kammerknecht. Darauf lauert Dynamo. Borkowski, Hauptmann mit Steckpass auf Tom Zimmerschied. Aber Johannes Schenk geht ihm im richtigen Augenblick entgegen. Wenn Dresdens Trainer Markus Anfang etwas missfällt in dieser Saison, dann die Chancenverwertung seiner Mannschaft. Zweite Hälfte, Zimmerschied gegen Terhorst, der erst in seinem 4. Drittligaspiel. Zimmerschied letzte Saison 10 Tore für Halle. Gestoppt durch Johannes Schenk, der übergreift, starke Parade. Dresden sucht die Entscheidung. Niklas Hauptmann, abgeblockt, aber nochmal Zimmerschied und wieder Schenk. Vertritt die Vereinsikone Schulze Niehaus auf überragende Art und Weise. Kratzt den Ball aus dem Winkel. Das Basecap, es geht zu Boden, aber der Ball ist eben nicht drin im Tor. Es ist das Duell dieses Spiels. Hermann, nochmal auf Zimmerschied. Wieder visiert er die lange Ecke an. Zweimal hält Schenk, diesmal verzieht Tom Zimmerschied, verflixt und zugenäht. Dresden nutzt die eigenen Chancen nicht, ein altes Leid für Anfang. So bleibt Münster im Spiel. Die letzte Niederlage am 5. Spieltag, 1:3 gegen Bielefeld. Kock auf den eingewechselten Marc Lorenz. Wegkamp grätscht rein, aber kein Problem für Driljatscher. So gewinnt Dresden durch den Treffer von Manuel Scheffler mit 1:0. Ein Stürmertor. Das gefällt Ulf Kirsten natürlich ganz besonders. Wenn du nach 12 Spielen 28 Punkte hast, machst du ziemlich viel richtig. Und ich glaube, es ist immer gut, bei sich zu bleiben, besonnen zu bleiben. Der Aufstieg ist offensiv ausgesprochenes Saisonziel in Dresden für das größte Publikum der Liga. Dynamo ist auf bestem Weg.